Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und wir schauen uns heute den Inhalt dieser Box hier an. Es ist die Beauty Love The Natural Box, die ausschließlich Green Beauty Produkte enthält. Ich freue mich sehr drauf, sie auszupacken und ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Für diejenigen, die die Box noch nicht kennen, Beauty Love The Natural Box ist eine Box, die alle 2 Monate zu euch nach Hause kommt und sie enthält immer 6 bis 8 Green Beauty Produkte, die entweder vegan, clean, natürlich oder naturnah sein können. Ihr bezahlt pro Box 31,95 € bis 39,95 €, je nachdem welche Abolänge ihr wählt. Beauty Love spendet dabei immer 50 Cent pro verkaufte Box an Freedom. Das ist eine Organisation, die in Madagaskar Bäume pflanzt für die Bauern dort, was ich auch sehr schön finde. Und auch die Box selbst ist besonders nachhaltig gestaltet. Sie hat immer die gleiche Größe, das gleiche Design und sie ist aus Graspapier gemacht. Das sieht man hier auch ganz gut, denn hier sind wie so kleine grüne Sprenkel drin. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Auch das Logo und hier mit dem eingestanzten Blatt. Es macht es einfach sehr stimmig, auch zum ganzen Thema. Und in diesem Monat haben noch nicht mal alle Produkte in diese große Box hineingepasst, denn es lagen ein paar separat im Versandkarton und mit denen starten wir jetzt einmal. Und diese große Flasche hier ist das allererste Produkt. Wir haben hier von Volvic etwas, und zwar einen grünen Tee mit Minzgeschmack. Er ist ungesüßt, enthält keinen Zucker, keine Süßstoffe und keine Kalorien, schreiben sie hier. Ist bio, die Flasche ist zu 100% aus recyceltem Material. Gut, hier steht noch 2 Kilokalorien pro 250 Milliliter und insgesamt 750 Milliliter haben wir hier drin. Hier auf der Rückseite steht noch: der beeindruckende Halasan in Südkorea brachte uns die Idee zu dieser exotischen Geschmackskomposition mit Grüntee, Zitronen-Verbene-Aufguss, Minzgeschmack und einem Hauch von Bio-Zitronensaft. Klingt ziemlich lecker und erfrischend, das werde ich mir mit zur Arbeit nehmen. Das zweite Produkt, was dann noch außerhalb der eigentlichen Box lag, ist dieses hier. Da haben wir ein Wachstuch von Bee Food Wraps, also Bienen essen und ja einwickeln. Veganes Wachstuch in der Größe M, die Nummer 17 ist das und das hat eine Größe von 25 mal 25 cm. Es sieht hier ziemlich natürlich aus, so eine leicht gelb-orange Farbe hat es. Das Material ist aus Biobaumwolle, Pflanzenwachs und Kiefernharz und kommt aus einer österreichischen Pecherei. Okay, interessant. Diese Wachstücher kann man auch mehrmals wiederverwenden. Man kann damit alles Mögliche machen, also angefangen davon, frisches Obst oder Gemüse einzuwickeln, also zum Beispiel eine angeschnittene Zwiebel oder so, die man nicht direkt verbraucht, bis hin zu Weinflaschen abdecken. Also die sind wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Man kann sie halt abwischen und dann wiederverwenden. Ich glaube, nur rohen Fisch und rohes Fleisch sollte man darin nicht einwickeln. Ja, finde ich ganz interessant. Ich bin so der Typ, ich nutze meistens Dosen, wo ich die Sachen reinmache. Darum werde ich das wahrscheinlich weiter wandern lassen. Wir nehmen jetzt hier den Deckel mal ab und hier kommt ein Kräuterduft diesmal raus. Ein sehr auffälliger Kräuterduft. Wir haben jetzt hier ein tannengrünes Seidenpapier. Das ist auch nochmal zugeklebt, wo dieses Blattlogo drauf ist vom Deckel. Das ist der erste Blick in die Box. Wir haben hier zunächst einmal so einen kleinen Begleitflyer mit drin. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und dann sehen wir hier auch schon so ein bisschen die Produkte. Da könnt ihr ja schon mal etwas erhaschen. Aber zunächst einmal hier kurz zu diesem Flyer. Da haben wir ein Pärchen diesmal abgebildet. Und in diesem Faltflyer findet man die Namensbezeichnungen der Artikel. Auch so kleine Beschreibungen dazu. Preisangaben sind mit dabei, wo man das kaufen könnte. Und ein paar Rabattcodes. Das werde ich euch aber alles einblenden. Ich scanne jetzt erst einmal hier hinten den QR-Code. Über den QR-Code kommt man auf die Instagram-Seite von Beauty Love The Natural Box. Und da haben wir hier den ganz normalen Feed. Und hier das dritte Symbol ist ja das IGTV-Symbol und dort könnte man sich jetzt noch das digitale Booklet anschauen. Da gibt es dann immer so ein bisschen Musik noch mit dabei und nochmal etwas ausführlichere Beschreibungen. Aber das mache ich jetzt nicht auf, denn wir wollen uns ja nicht spoilern lassen. Wir gucken uns jetzt einmal den Inhalt an und als erstes oder als nächstes aus der Box, wir hatten ja schon ein paar Produkte, sehe ich jetzt hier diesen Umschlag und nochmal ein Flyer. Okay, das ist nochmal ein Werbeflyer von Gutes Essen und Gutes Tun von der Etepetete Box.
Da wird so, ja, krummes Gemüse, sag ich mal, verschickt. Gemüse und Obst, welches im Supermarkt aussortiert wird, aufgrund einer ja nicht so schönen Optik in der Regel. Und da kann man einfach dieses Gemüse noch nutzen und sich einfach zuschicken lassen. Es ist ja vom Geschmack her genau dasselbe, nur dass es eben nicht so schön ausschaut. Und ich finde die Idee wirklich sehr schön dahinter. Das wollte ich mir auch nochmal genauer anschauen. Und jetzt haben wir einmal hier diesen Umschlag und da haben wir eine digitale Grußkarte, die kenne ich bereits. Die ist hier so ein bisschen reingesteckt. Das ist eine Grußkarte, da kann man ein paar schöne Zeilen reinschreiben. Hier außen steht drauf, with love inside. Und dann kann man das hier so aufklappen. Hier könnte man noch ein paar persönliche Zeilen schreiben. Und hier über diesen QR-Code könnte man auf die Seite, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Memtel, genau, auf die Memtel-Seite gehen und kann da zum Beispiel Fotos hochladen. Das verschickt man dann und der Empfänger scannt dann auch diesen QR-Code und kann sich dann eben diese Bilder anschauen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz süße Idee. Und ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Karten. Mal gucken. Ich werde die sicherlich noch irgendwie mal austesten und ausprobieren. Aber das ist auch ganz süß. So, und ich hoffe, jetzt kommen mal ein paar Beauty-Produkte. Da bin ich immer am gespanntesten drauf. Und da habe ich jetzt einmal hier diese große Flasche. Das ist eine Bodylotion von Urtekram Nordic Beauty Dare to Dream. Eine Moisturizing Bodylotion Soft Wild Rose. Und ich finde, das Etikett ist ja wirklich echt hübsch gestaltet. Ich mag die Farbe und dann haben wir hier auch noch so eine Blume mit drauf. Das wird die wilde Rose sein, wobei es mich irgendwie mehr an Mohnblumen erinnert. Aber okay, 245 Milliliter sind hier drin. Das ist eine ordentliche Portion. Ich finde es gut, dass sie mit einem Pumpspender ausgestattet ist. Das ist echt praktisch in der Anwendung. Und wir haben hier 100% natürliche Inhaltsstoffe, was auch klasse ist. Es ist auch vegan, das Produkt. Und hier hinten steht noch, dass sie Feuchtigkeit spendet, nährt und sie soll ein langanhaltendes, seidiges, sanftes Gefühl hinterlassen. Klingt sehr vielversprechend, probiere ich gerne aus. Und mit der Rose geht es auch beim nächsten Produkt weiter und ich freue mich, dass dieses Parfum in dieser Box mit drin ist. Von Juniper Lane haben wir hier das Forever Rose, ein 100% natürliches Parfüm ist das mit 50 Millilitern. Ich mache das mal auf. Es riecht nach Rose, Iris und Patchouli und ich hatte das schon mal in der Box und habe das aber meiner Schwiegermutti geschenkt. Und da hatte ich dann auch das erste Mal dran gerochen und es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Duft. Und ich war schon fast traurig, dass ich das verschenkt habe. Ich habe von Juniper Lane schon 2 weitere Düfte. Das eine ist Wonderleaf und das andere, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Und die finde ich auch echt schön. Und die haben auch so ein ganz besonderes Packaging. Das hebt sich irgendwie etwas von anderen ab. Wir haben hier diesen eckigen Flakon und dann ist hier wie so ja ein besonderes festes Papier als Emblem drauf und in diesem Fall eben mit Rosen auch abgebildet und ich finde es einfach total schön. Es fühlt sich gut an, es sieht nett aus und der Duft ist wirklich etwas ganz Schönes, weil es nicht so ein altbackener Rosenduft ist, sondern so was Pudriges mit dabei hat. Also so ist er mir zumindest in Erinnerung. Ja, es ist so ein ganz sanfter, rosiger, leicht frischer Duft. Also ich finde, da ist noch so eine leichte, frische Note mit dabei, aber auch etwas leicht Holziges. Also wirklich sehr schön, sehr rund das Ganze und was Tolles für den Alltag. Ich glaube, hier haben wir das Produkt, was die ganze Zeit schon so gut riecht. Gimmelmoor Herbs and Heilmoor Clay. Also Kräuter und Heilerde. Eine Seife ist das. Awesome Soap, handmade in Germany. Die Verpackung sieht ziemlich puristisch aus. Und jetzt schiebe ich das hier mal auf. Und dann haben wir hier so eine braune, grünliche Seife. Und die erinnert an einen frischen Saunaaufguss vom Geruch. Irgendwie so ein bisschen nach Eukalyptus, zitrisch auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob Limone oder Orange oder vielleicht auch die Kombination aus beiden irgendwie so ja energiespendend, so ein puschender Duft ist das, sehr, sehr schön und erinnert mich, wie gesagt, an ja, Spa-Besuche und Saunabesuche. Ich glaube, die Marke heißt Awesome Brand, also hier steht nochmal Awesome Brand GmbH Berlin drauf und es soll
Es ist super reichhaltig an Mineralien und Kräutern, steht hier auf Englisch drauf. Und es ist für den ganzen Körper geeignet. Es soll den Geist und die Seele in Balance bringen. Und ja, das ja, Düfte machen viel aus, ne? Ich schaue jetzt nochmal hier kurz in diesen Flyer rein, was sie da schreiben. Und Awesome Brand ist tatsächlich die Marke, Awesome Soap das Produkt und Gimmelmore die Sorte. Awesome Soap ist eine komplett biologisch abbaubare Naturseife für Gesicht, Haut und Haar. Okay, also auch für die Haare. Interessant. Muss ich ausprobieren. Die Sorte Gimmelmore wird aus Biopflanzenölen und 100% ätherischen Ölen liebevoll in einer Berliner Manufaktur handgefertigt. Leider steht hier nicht mit dabei, welche ätherischen Öle das sind, aber ich denke, das habe ich doch recht gut rausgerochen. Also ich müsste mich arg irren, wenn das nicht so sein sollte. Wir gucken uns jetzt mal das nächste Produkt an und das ist leider etwas, wo ich schon weiß, dass ich das weitergeben werde, denn ich hatte das auch schon öfter mal so in Boxen von Gokos, ein Beauty to Go Eyeshadow Stick ist das im Prinzip. Der hat sogar auch zwei Farben drin, aber ich komme mit der Handhabung nicht so zurecht. Es ist ein Stift, wo quasi in der Kappe das Produkt ist. Man sieht es einmal hier, das ist so ein ganz zarter rosaner Ton. Und dann haben wir hier noch einen sehr schimmernden, weißlich-silbernen Ton. Also eigentlich ganz schöne Farben, gerade wenn man das jetzt Mono vielleicht aufs Augenlid gibt, so für den Tag gar nicht schlecht. Man hat da so ein Puffding und damit drückt man quasi in diese Kappe rein, nimmt Produkt auf und gibt sich das aufs Auge. Ich komme damit nicht so gut zurecht und darum werde ich das so eingeschweißt lassen und dann vielleicht mal in eine Verlosung packen. Das nächste Produkt kenne ich bereits. Da haben wir von Ensborn etwas und zwar eine Aloe Vera, ein Aloe Vera Premium Gel. 90% reine Aloe Vera sind da enthalten und die soll intensiv Feuchtigkeit spenden. Hier sind 100 Milliliter Produkt drin. Das Ganze ist 12 Monate nach Öffnung haltbar. Und mal schauen, was Sie hier noch schreiben. Intensive Feuchtigkeit soll leicht kühlen. Es wird ja auch empfohlen, so ein Gel speziell nach dem Sonnenbaden zum Beispiel aufzutragen, weil es die Haut wieder beruhigt und diesen kühlenden Effekt hat. Schreiben Sie hier tatsächlich auch, es ist besonders wohltuend bei gereizter Haut nach der Rasur und dem Sonnenbad. Es soll beruhigen, pflegen, schnell und rückstandslos einziehen und ist ideal für die tägliche Tages- und Nachtpflege. Also ich habe das meistens solche Produkte abends verwendet, so im Hochsommer. Da fand ich das wirklich ganz angenehm. Ich glaube, wir haben jetzt hier nur noch ein, nee, zwei Produkte sind hier noch. Eins hat sich hier im Fusselpapier versteckt. Mal schauen. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal dieses hier. Da haben wir von Coris etwas. Das ist eine griechische Marke. Wild Rose. Okay, also viele rosige Themen. Wir hatten die Bodylotion mit der Villenrose, das Parfüm mit der Rose. Und jetzt hier nochmal ein Produkt mit Rose. Wir haben hier das Vitamin C Brightening Oil. Sehr schön. Mit 15 Millilitern. Und ich meine, hier sind Rosenblüten drin. Denn das Produkt hatte ich mir mal angeschaut, als ich nach Produkten für meinen Rosenthemenhaul geguckt hatte. Und hätte es fast gekauft, aber dann davon abgesehen, weil ich recht viele Gesichtsöle da habe und mich darum dann erst mal dagegen entschieden, das zu kaufen. Darum freut es mich gerade, dass ich es jetzt doch irgendwie habe und zwar über diese schöne Box. Und hier sind tatsächlich auch diese Rosenblüten drin. Also das ist das, wo ich wirklich überlegt hatte, mir das zu holen. Ja, sehr, sehr schön. Manufaktur bei Fabrik. Okay, steht nur, wo das hergestellt wurde. Vitamin C, aktiv aufhellendes Öl. Okay, es wäre dann ein Produkt, was ich abends verwenden würde. Vitamin C ist eine Säure. Da sollte man noch aufpassen, dass man nicht zeitgleich AHA oder BHA-Säuren verwendet. Und dann würde ich empfehlen, das abends auszuprobieren und aber trotzdem so oder so auch tagsüber den Sonnenschutz nicht vergessen. Ich finde das sehr schön. Ich habe gute Erfahrungen mit Vitamin C-Produkten gemacht. Und aber allerdings noch nicht in einer Ölvariante. Darum freue ich mich drauf, das auszuprobieren. 20 Jahre Wild Rose, also das Produkt hat wohl schon 20 Jahre Bestand, scheint also ausgiebig erprobt und getestet zu sein und gut zu sein, sonst wäre es nicht mehr auf dem Markt. Finde ich sehr, sehr schön und gerade auch mit diesen Blütenblättern ein richtig tolles Highlight. Gefällt mir sehr gut.
Und jetzt haben wir hier das letzte Produkt. Das ist ziemlich eingestaubt von diesem natürlichen Füllmaterial hier, von diesem Krüsselpapier. Und das ist Resel Lalune Paris. Ein Puder in Zahnpowder. Okay, vielleicht ist das ein Bronzer. Hier auf der Rückseite steht noch Medium. Und Eau extrait de ronce de Damas. Hier sind auch Extrakte der Damascener Rose mit enthalten, wenn ich das jetzt so richtig, ja, with Damask Rose Extract. Also, das Thema scheint Rose einfach durch und durch zu sein und passt ja dann auch irgendwie zur Liebe, oder? Die Rose verbinden wir mit der Liebe. Wir machen das mal auf. Ich gehe jetzt mal von aus, dass das wahrscheinlich, nee, es scheint ein ganz normales Puder zu sein für ein Bronzer in Medium. Also Medium war ja die Bezeichnung. Wäre es mir fast zu hell, aber es ist ein Sunpowder. Wir swatchen das einfach mal. Ich gehe hier mal mit dem Finger rein. Oh doch, jetzt sieht man das. Irgendwie war das jetzt durch die Softboxen, wirkte es heller, als es eigentlich ist. Es ist doch ein Bronzer auf alle Fälle und der hat auch so einen leichten Glow mit drin. Also der macht Glow, finde ich aber schön für den Sommer. Er ist tatsächlich recht hell, was mich jetzt aber freut. Ich hatte schon Angst, dass Medium mir zu dunkel wäre. Ich nehme gerade noch mal ein bisschen Produkt nach, um das etwas aufzubauen. Doch, könnte für meine Haut funktionieren. Finde ich sehr interessant. Es riecht auch ein bisschen nach Rose, oder? Ist das jetzt das Parfüm, was ich vorhin gesprüht habe? Ich bilde mir ein, so ganz leicht riecht dieses Puder auch nach Rose, aber ganz, ganz dezent dann. Wenn es jetzt nicht das Parfüm ist, was ich mir vorhin aufgesprüht habe, dass das jetzt das noch übertüncht. Ja, ich kenne die Marke nicht. Ich mag auch gerne mal so ein, zwei dekorative Schätzchen in so einer Box. Darum freut mich das. Was die Zusammenstellung betrifft, finde ich das echt toll. Wir haben jetzt alles ausgepackt und ich muss sagen, das war wirklich insgesamt ein toller Mix. Wir haben Körperpflege mit dabei und da auch wieder eine Marke, die ich noch nicht kenne, was mich begeistert. Ein dekoratives Schätzchen. Über das Parfüm freue ich mich, wie gesagt, sehr, weil ich es ja weiter verschenkt hatte und da schon echt traurig war. Hierüber freue ich mich ganz besonders, weil ich mir das Eve schon fast gekauft hätte, weil ich es so interessant fand. Das Aloe Vera Gel, muss ich mal schauen, wie viele jetzt in dieser Richtung auch in den ganzen Boxen vertreten sein werden, weil ich möchte das ja auch nicht irgendwie mega sammeln. Ich glaube, ich habe hier nämlich auch von Enspor noch eine Tube da, da werde ich das vielleicht weitergeben. Dann haben wir hier noch die sehr intensiv duftende Seife, die wirklich sehr gut riecht. Hier habe ich ja schon gesagt, das werde ich weitergeben, das ist einfach nicht mein Fall. Damit haben wir zwei dekorative Schätze gehabt. Dann noch diese digitale Grußkarte, was auch ganz süß ist und auch zum Thema Liebe und so passt. Das Bienenwachstuch ist auf alle Fälle ein Produkt, was ich oder was man gut verwenden könnte. Ich weniger, deswegen werde ich es weitergeben, weil ich es einfach von der Handhabung anders mache. Und das hier nehme ich mir mit zur Arbeit. Ein tolles Getränk, also wirklich sehr abwechslungsreich, eine schöne Produktvielfalt. Ich blende euch jetzt hier mal noch den Gesamtwert ein und dann verratet ihr mir doch bitte mal in den Kommentaren, was euer Highlight-Produkt aus dieser Box ist und dann tauschen wir uns da ein bisschen aus. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und hier blende ich euch mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.